Ja, Leute, heute ein Video von meinem Klo, wie ich hier sitze und mein Geschäft verrichte. Oder vielleicht doch vom Spiegel? So, natürlich nicht vom Klo oder vom Waschbecken oder aus dem Badezimmer. Oh mein Gott, ich bin doch nicht bescheuert, als ob ich mich dann nackig aufs Klo setzen würde und würde da irgendwie mein Geschäft verrichten, während ich mit euch rede, Leute. Aber ich dachte, es wäre ein cooler Witz, mich einfach mal so auf den Deckel zu setzen und einfach so zu tun, als würde ich auf dem Klo wirklich sitzen. Ich denke mal, wenn der Witz angekommen ist bei euch und wenn ihr das witzig empfunden habt, dann würde ich auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und heute geht es um ein paar besondere Themen. Und zwar wurde ich jetzt auch in den letzten Tagen gefragt, wie es damit aussieht. Und zwar geht es heute um mein PC, es geht heute um Minecamp, es geht heute um Männer-WG und es geht einfach generell nochmal um ein paar andere Sachen, was zum Beispiel Projekte, die ich jetzt vor dem PC-Ausfall gemacht habe, was damit jetzt ist und so weiter und was generell euch jetzt in Zukunft erwarten wird. Und ich würde sagen, wir legen auch los. Nicht wundern, wenn ich ab und zu mal nach da gucke, denn ich schaue immer, ob die Facecam gut scharf und gefokust ist, damit ihr auch schön mein hässliches Gesicht sehen könnt. Und ja, also Leute, mein PC, ihr habt es ja mitbekommen, einige haben sich schon gewundert, so, yo, die 2 Wochen sind noch gar nicht um, Kalle. Was ist da los? Und zwar, ich habe mich mit Kathy in Verbindung gesetzt. Ich wollte ja einen Rücksendeschein haben. Und einer aus der KingMod-Abteilung, die diese PCs zusammenbauen, die das machen, auch mein PC zusammengebaut haben, hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, so, wo liegt denn das Problem? Erklär mir das mal bitte. Und habe ihm das erklärt, ich habe ihm dann mit den Fehlercodes und papapapa, und er sagte so, das sieht mir nicht nach aus, dass irgendwas kaputt ist bei dir, sondern ein Systemkonflikt. Also irgendwas in deinem System scheint nicht zu funktionieren oder zwei Sachen kämpfen miteinander oder irgendwas. Es kann alles Mögliche sein, zwei Programme kämpfen miteinander oder zum Beispiel ist irgendeine Datei fehlerhaft, zum Beispiel Windows oder so. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, der PC ist jetzt neu aufgesetzt, Leute. Und wir haben auch schon einen Test gemacht, zwar nicht mit GTA oder sowas, das kommt nämlich ganz normal wieder. Also die Mittwoch, Freitags und Samstag, das bleibt ganz normal. Mittwochs Minecraft ab 18 Uhr. Freitags machen wir mal Scrap Mechanic wahrscheinlich immer wieder. Und samstags natürlich 18 bis 20 Uhr, was ich möchte. Und ab 21 Uhr bis 1 Uhr GTA Online mit euch zusammen. Also bleibt es alles beim Gleichen, auch diesen Samstag. Also das ist auch nochmal ein schöner Stresstest. Es wird nämlich erst die Zukunft zeigen, was dieser PC macht. Also ob der jetzt wirklich wieder einen Bluescreen bekommt oder nicht. Ich bin erstmal guter Dinge, denn es scheint aber wirklich gut zu laufen an sich. Ich habe jetzt auch mich entschieden, nur OBS zu benutzen. Ja, kein OBS Studio mehr, denn OBS Studio braucht 2 Dateien, um zu funktionieren. Und das muss ich mir downloaden. Das Problem ist aber, diese Programme habe ich schon drauf, aber in einer neueren Version. Also die 14er und OBS Studio möchte die 12er haben. Also habe ich gesagt, nein, ich benutze lieber OBS, das braucht nämlich nur DirectX, weil ich habe den auch den Verdacht, weil das fing alles damals mit OBS Studio an. Und habe ich den Verdacht, dass einfach diese beiden Programme, weil das ja einmal die gleichen Programme sind, einmal nur in einer neuen Version, einmal in der alten Version, dass sie sich einfach bekriegen. Weil das geht natürlich. Man soll ja niemals die gleichen Programme immer haben, doppelt oder so. Das soll man ja nicht unbedingt haben. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich behalte jetzt OBS einfach. Damit streame ich jetzt, damit nehme ich wieder auf. Und es läuft auch super. Muss man einfach sagen, die letzten Aufnahmen, die ich jetzt gemacht habe, sind mit OBS entstanden. Diese hier ebenfalls. Und ja, es scheint erstmal zu laufen. Wie gesagt, die Zukunft wird zeigen, wie es weitergeht. Nun kommen wir aber zum nächsten Thema. Und zwar denke ich mal, das, was alle wirklich erwarten und wo ich mich freue. Wirklich wie so ein Schneekönig, Leute. Minecamp 3. Und meine Freundin kriechelt im Hintergrund so laut rum. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich weiß nicht, was sie macht, aber die wird wahrscheinlich ich glaube, ich weiß, was sie macht. Ich möchte mir gleich was zu essen machen. Und ich wette mit euch, sie macht jetzt gerade das Essen. Kann das sein? Also ja. Das war nett von dir, danke. Mir gibt es nämlich heute schön zum Mittag Käse-Schinken-Auflauf. Nom, 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 nom. Ich bin noch nicht dick genug, ne? Nein. Aber auf jeden Fall, Minecamp 3, Leute. Jetzt rede ich hier wieder um heißen Brei rum oder beziehungsweise um die heißen Nudeln rum. Und ja, Minecamp 3, Leute. Wer freut sich denn genauso riesig wie ich darauf? Denn Minecamp 3 wird am 19.03. starten. Ja, das sage ich jetzt schon mal so vorweg. Einige wissen das schon. Und der 19.03. ist einfach so ein besonderes Datum, denn am 19.03.2014 ging die erste Folge, beziehungsweise die erste Staffel Minecamp an den Start. Und deswegen ist für mich, oh, hier Herzen, ne, Leute, ihr wisst schon, ist das für mich ein sehr besonderes Datum, ja. Zwar nicht so ganz so besonders wie das Datum, wie ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin, aber es ist trotzdem schon, sagen wir mal, auf Platz, naja, Platz 3. Die Verlobung ist ja auf Platz 2. Platz 3 wirklich, das ist wirklich für mich einfach so ein besonderes Datum, der 19.03. Und deswegen freue ich mich so immens, oh, ist es einfach wieder am 19.03. zu starten und vor allen Dingen auch so wirklich wie die erste Staffel. Eine kleine Map, wir haben zwar keine Kuppel, weil wir haben gesagt, okay, ich benutze einen Shader, Metas benutzt wahrscheinlich einen Shader und es sieht doof aus mit Glas, dann hast du diese Schatten unten auf dem Boden, lassen wir weg, wir haben einfach eine World Border genommen. So, ganz einfach eine eckige World Border von Minecraft, yeah! So,
Ich weiß, ich bin ein bisschen crazy, oder Leute? Aber ich bin einfach mega gut drauf und ich habe mir gedacht, okay, yo, komm, ich zeige euch einfach, ich bin jetzt nur noch so, ich bin jetzt crazy, wenn ich crazy bin, bin ich crazy und so weiter und so fort, ja, und ja, aber auf jeden Fall, Leute, Minecraft 3, es wird einfach mega, mega geil. Am 10. oder am 11. werden dann die Trailer erscheinen auf einigen YouTube-Kanälen, denke ich mal, von den Teilnehmern. Wer jetzt alles teilnimmt, sage ich nicht. Ich kann nur vorneweg sagen, dass Basti leider nicht mitmachen kann, denn am 19. startet auch schon ein Projekt, wo er schon vor Minecraft zugesagt hat. Er findet es schade, weil wir hatten uns schon was Cooles ausgedacht. Wir haben gesagt so, oh ja, cool, wir machen so ein bisschen was und so weiter. Machen ein bisschen Action, einfach Unterhaltung pur für euch und so. Und aber leider ging es nicht, weil wahrscheinlich dann der Termin stand. Er hat schon zugesagt und der Termin hat sich dann ergeben, nachdem ich ihn gefragt habe. Und da ist er natürlich drin. Ist ganz klar, dass er da nicht mitmachen kann. Schade, aber ist ja nicht so schlimm. Die nächste Staffel kommt bestimmt. Und außerdem erwartet euch in Zukunft sowieso was Cooles mit Basti. Hier auf meinem und wahrscheinlich auch auf seinem. Also auf seinem auf jeden Fall und auf meinem Kanal eventuell auch. Kommen wir aber nun zum nächsten Thema und zwar Männer-WG 1. Ich weiß, Leute, ihr habt sie geliebt, diese Staffel, die erste Staffel Männer-WG. Und Leute, wisst ihr was? Ich auch. Ich habe mir ja vor ein paar Tagen ein Video angeguckt, verlinke ich gerne in der Videobeschreibung oder hier in der Infocard. Mal schauen, ob ich das in der Infocard gemacht habe. Auf jeden Fall, aber in der Videobeschreibung auf jeden Fall einfach raufklicken. Habe ich also eine Männer-WG-Folge angeguckt und habe gesagt so, oh, es wäre doch so geil, einfach weiterzubauen. Und genau das ist jetzt das Ding, Leute. Ich werde einen Server aufsetzen mit der Männer-WG, würde ich gerade sagen, mit der Männer-WG 1-Map, so wie wir sie gebaut haben, ja, mit den ganzen Häusern, mit den Brücken und so, setze ich auf den Server und ich baue weiter. Und das nicht allein, Leute, denn Summon und Yama werden dabei sein, die waren bei der ersten Staffel dabei. Hubi hat sich ja von Minecraft leider getrennt. Mit Linear LP habe ich nicht, also mit Ben habe ich nicht unbedingt so viel Kontakt. Und Metos wird auch ab und zu vielleicht dabei sein. Er wird es nicht aufnehmen, aber er wird in meiner Aufnahme, beziehungsweise in unseren Aufnahmen dabei sein. Das heißt, Leute, Männer-WG geht ganz sozusagen als Remake, ihr wisst, was ein Remake bedeutet, geht's weiter. Wir werden auch wieder Gäste einladen, so wie die Philosophie von Männer-WG natürlich ist. Also das heißt, ihr habt auch wieder die Chance, bei Männer-WG dabei zu sein. Und wenn wir das fertig machen haben, das ist immer wieder nicht zu viel Rede und keine Luft kriege. Wenn wir das fertig haben, werde ich wahrscheinlich dann auch in naher Zukunft Skyblock Männer-WG auch remaken auf der Map und weitermachen, Leute. Wahrscheinlich schon. Ich denke mal, das habe ich auch weiter vor mit anderen Projekten, eventuell je nachdem, wie das ankommt und vor allem, wie die Umsetzung ist, wie bei euch die Umsetzung ankommt. Das kann natürlich auch sein, dass es einfach mal riesig in die Hose geht, dass ihr sagt, okay, yo, das gefällt mir nicht. Lass es bitte sein, Kalle. Dann weiß ich Bescheid. Lass ich das sein und denke zum Beispiel drüber nach, vielleicht eine komplett neue Staffel Männer-WG zu machen oder eine komplett neue Staffel davon. Zum Beispiel sind wir auch schon mal am Quatschen gewesen, New Life 2. Ja, New Life war bei euch super, kam bei euch super gut an und haben wir überlegt, ein zweites New Life zu machen. Vielleicht mit einem anderen Modpack oder vielleicht mit dem Original Life in the Woods Modpack, weil wir ja nicht das Originale benutzt haben. Mal schauen, aber wie gesagt, da steht noch was in den Sternen, da kann ich nichts Genaueres drüber sagen. Auf jeden Fall ist noch viel geplant dieses Jahr. Möchte ich einfach mal wieder richtig durchstarten. Ich möchte einfach liefern. Ich möchte euch geile Projekte bringen mit Metos oder auch ohne Metos. Aber am liebsten mit Metos, weil Metos und ich haben uns natürlich, beziehungsweise dank mir, haben wir uns ein bisschen auseinandergelebt, weil ich mich ein bisschen von Metos, was YouTube-technisch anging, entfernt habe, weil ich einfach... ich weiß nicht, ich wollte einfach mein Ding durchziehen. Ich habe ja dann GTA gemacht und sowas. Und das macht Metos einfach nicht. Und deswegen haben wir uns ein bisschen voneinander entfernt. Das finde ich schade. Ich möchte halt also gerne wieder mit Metos wieder mehr machen. Und es waren schon echt einfach geile Zeiten. Das muss einfach wieder gemacht werden. Und deswegen, dieses Jahr wird durchgestartet. Dieses Jahr möchte ich durchstarten und loslegen. Und jetzt kommen wir noch zum anderen Thema, was ich gerade sagte. Ich habe nämlich, ihr wisst ja sicherlich noch, Minecraft Banished und... For Honor, die werden leider nicht weitergeführt. Also For Honor, weiß ich, ob es noch kommt irgendwann, aber Banished leider nicht, denn ich habe beim PC neu aufsetzen leider vergessen, diese Welt zu saven von Banished und somit ist es weg. Aber Leute, es gibt ein kleines Lichtblickchen für die Leute, die Banished mochten. Es waren zwar nicht viele, aber ich muss sagen, Banished war echt ein cooles Modpack und ich habe überlegt, ob ich doch nicht irgendwann Banished auf den Server setze und dann ein Modpack-Projekt Banished mit Metos und Co.
machen werde. Also wirklich Mythos, Yama zum Beispiel, dann wieder, weiß nicht, Duffy wieder mit bei, Gamer Bistro, halt so die Truppe von New Life und das vielleicht New Life 2 nennen, weil das auch so Dings ist und vor allem etwas schwieriger. Also da bin ich auch nochmal überlegen. Aber wie gesagt, auf jeden Fall wird nochmal Minecraft Banish das Modpack auf meinem YouTube-Kanal als Projekt erscheinen und wahrscheinlich auch mit Mythos und Co. zusammen. Ja, Leute, damit ihr Bescheid wisst. Wie gesagt, For Honor ist so die Sache. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, kann man nur sagen, dass da auf jeden Fall noch einiges auf euch zukommt. Ich möchte natürlich nicht alles spoilern, weil ich nehme mir sonst die Video, dieses Videos vorweg. Das heißt, wenn es soweit ist, kommt wieder ein Video und dann sage ich wieder, yo, es geht so weiter und so weiter. Zum Beispiel habe ich auch vor, das kann ich euch sagen, auch wieder ein bisschen mehr Lucky Blocks zu machen mit extrem verzockt Basti, Daros und so weiter und so fort. Auch mit Early Boy bei Louis. Das habe ich ja auch in der letzten Zeit ein, zwei Videos gemacht. Habe ich auch vor, jetzt ein bisschen häufiger zu machen. Ich werde jetzt keine festen Upload-Termine dafür nehmen, aber einfach mal so zwischendurch, dass man sagt, du vielleicht einmal die Woche oder so. Oder ich mache gleich mal 3 Videos hintereinander oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, Leute, ich sehe, wir sind schon 11 Minuten am Quatschen. Das heißt, es reicht erstmal. Also, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, Respekt. Und dann möchte ich auch bitte gerne einen Hashtag Respekt in den Chat haben. Also, beziehungsweise in die Kommentare, Leute, um zu sehen, dass ihr bis hier durchgeschaut habt. Und wenn ihr das Video ohne zu skippen geschaut habt, macht hinter dem Hashtag Respekt noch einen Hashtag 100%. Leute, ohne Witz, ich möchte sehen, wer von euch das durchgeguckt hat. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, zurückspulen, durchgucken. Weißt du Bescheid, ja? Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid, ja? So, aber auf jeden Fall, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat und es noch nicht getan habt, dann auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben geben. Und ja, würde mich freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen wieder zum nächsten Video. Ich bin auch nicht sicher, was ich morgen machen möchte. Morgen kommt, glaube ich, eine erste Folge Männer-WG, wo ich einfach die Welt mit einem schönen Shader besichtige und in Nostalgie schwelge. Also schaltet morgen unbedingt wieder ein. Aber ihr werdet es natürlich sehen, da steht Männer-WG 1 Remake. Und dann wisst ihr schon, Folge 1, oh, ihr wisst dann schon, was abgeht. Also Leute, macht's gut, auf Wiedergeschauen!